Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, was ich jetzt quasi die ganze Woche über für dich drehen werde. Und zwar wird es ein Lookbook sein. Also was ziehe ich quasi diese Woche an jeden Tag? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, dass es gar nicht so verkehrt wäre, weil meine Woche ist sehr... ja, jetzt nicht aufregend, aber sie ist abwechslungsreich und ja, da werde ich dann auch verschiedene Sachen tragen und verschiedene Anlässe haben, um Sachen zu tragen und dementsprechend unterschiedliche Styles präsentieren können. Fand ich irgendwie ganz sinnvoll, deswegen habe ich das jetzt einfach mal ins Leben gerufen. Und ja, ich würde einfach mal heute anfangen. Es ist Montag und der 27. April. Ich muss immer so zur Seite schielen, um zu gucken, welches Datum ist, obwohl ich das heute oft genug geschrieben habe. Egal. Ich war heute im Homeoffice und dementsprechend, ja, musste ich heute Morgen jetzt nicht unbedingt aus dem Haus rausgehen, um zu meinem Auto zu gehen, zur Arbeit zu fahren, wie auch immer. Das heißt, ich konnte den ganzen Tag über auch kurzärmlich tragen und musste jetzt nicht irgendwie mir eine Jacke oder sowas überziehen. Das heißt, in diesem Look ist jetzt keine Jacke mit drin. Ja. Ich habe einfach direkt, nachdem ich aufgestanden bin, mich fertig gemacht, mich geschminkt. Ich glaube, ich werde ja auch im Laufe dieses Videos so einen Homeoffice-Look, keine Ahnung, mal schminken und ja. Genau, das wäre dann quasi der Look. Ich sehe ein bisschen zerstört aus, weil es ist einfach schon 18.16 Uhr. Ich habe lange gearbeitet bis um, ja lange ist gut, bis 16.30 Uhr, dann war ich mit Sammy Gassi. Ich habe hier im Haus ein bisschen was gemacht, deswegen ist mir etwas warm. Es ist auch sehr warm draußen tatsächlich, keine Ahnung, 20, 22 Grad und ja, jetzt quatsche ich schon so viel und zeige gar nicht, was ich anhabe. Auf jeden Fall ist das hier ein rotes Kleid von Chiquelle, was ich anhabe. Das habe ich das letzte Mal, als ich von denen was zugeschickt bekommen habe, zugeschickt bekommen. Und ja, das ist so ein Leinenkleid und ich gehöre zu den Leuten, die es einfach nicht mögen zu bügeln. Ne? Dementsprechend wirst du dann vielleicht auch etwas ungebügelte Kleidung bei mir sehen, aber ich bügel halt einfach nicht, ich mag es nicht. Und ja, deswegen mit der Zeit... kommen ihr Falten und sowas rein. Deswegen ist es eh Pelle, finde ich. Okay, ja, ich trage als Schmuck so Ohrringe. Ich glaube, die habe ich mal bei Rossmann gekauft. Dann habe ich hier in meinem zweiten Ohrloch irgendein Ohrring? Ich habe keine Ahnung. Meinen ganz normalen Schmuck an meinen Fingern. Der ist von Fossil. Der ist von Daniel Wellington. Der ist von Godido. Das ist ja mein, Ring, der mich immer an Sammy erinnert. Und das ist der Ring, der mich immer an meinen Freund erinnert, weil ich das zum einjährigen Geschenk gekriegt habe. Süß, ne? Ansonsten trage ich heute keinen Schmuck, weil ich halt im Homeoffice war und ich brauchte keine Uhr oder so, weil ich hatte immer meinen Laptop bei mir und habe da immer eine Uhr gehabt. Und ja, deswegen kein Uhrenschmuck. Ja, wie gesagt, das ist das Kleid von Chiquelle, dieses echt coole Leinenkleid, was einfach super bequem ist, mit diesen süßen Puffärmelchen. Das Einzige, wo man mich halt gesehen hat, war halt in Videokonferenzen und da hat man mich eh nur bis hier gesehen, also von daher wäre es eigentlich Pelle gewesen, was ich drunter gehabt hätte. Aber hey, ich wollte trotzdem halbwegs schick sein. Ich habe hier einfach eine Leggings an. Moment, ich muss mich kurz festhalten. Diese Leggings, das ist eigentlich eine Thermo-Leggings, die ist von Find, von Amazon. Die kann ich dir mal in der Infobox verlinken und an den Füßen trage ich Skechers. Die passen jetzt nicht unbedingt zum Kleid, aber das Einzige, wo ich rausgegangen bin, war tatsächlich zum Spazierengehen mit Sammy. Das ist auf jeden Fall das Kleid. Ich finde, das sitzt sehr angenehm, weil das hier noch so ein bisschen enger geschnitten ist und hier so ein bisschen ballonmäßig auseinander geht. Das hat die Möppis schön betont, was ich mag und ja, das war mein Outfit of the Day. Es ist Dienstag und heute möchte ich einfach mal zeigen, was ich so im Homeoffice zum Beispiel morgens auftrage. Also quasi nach meiner ganz normalen Tagespflege. Da verwende ich hier von Essence You Better Work Gymproof and Waterproof Tinted Day Cream. Die hat einen Lichtschutzfaktor. Werde ich aber heute wahrscheinlich eher weniger brauchen, weil heute ist nicht so schönes Wetter. Die ist relativ flüssig und ja, die gebe ich mir einfach mit den Fingern aufs Gesicht. Ich sitze hier noch im Bademantel, weil ich den Bademantel tatsächlich so lange wie möglich trage, weil ich einfach dann meine Hände darin noch abwischen kann, wenn das sein muss. Die gleicht halt ganz, ganz, ganz leicht die Rötung aus, gibt ein bisschen Farbe und Frische ins Gesicht und das finde ich eigentlich ganz gut. Als nächstes verwende ich von Essence High Beauty den Under Eye Brightening Concealer, einfach um meine Augen so ein bisschen aufzufrischen und wieder ein bisschen wacher auszusehen. Wichtig ist vor allem, dass man den auch im Innenwinkel aufträgt, denn da sieht man am müdesten meistens aus. Und das kann ich dann einfach mit meinen Fingern einarbeiten.
der deckt jetzt nicht wirklich ab, aber macht das alles ein bisschen frischer, weil ich werde jetzt heute nicht irgendwie Leute face-to-face treffen oder halt in diesem Kameradisplay, sage ich mal, nicht im Kameradisplay, aber halt, dass die mich so gestochen scharf sehen, sondern in der Laptop-Kamera, wenn wir so Videokonferenzen haben. Das heißt, ne, ein bisschen abdecken, ein bisschen frisch aussehen, das reicht mir schon. Dann puder ich mich ab mit dem High-Beauty-Puder von Essence. Das ist dieses hier. Auch das ist dadurch, dass es grün ist, so ein bisschen Color Correction. Das muss man natürlich nicht machen, aber es ist für mich einfach schöner, dass die Haltbarkeit dann vom Make-up auch erhöht wird, weil ich trage ja auch eine Brille. Und dann möchte ich natürlich, dass da nicht irgendwie meine Brille angespackt wird. Jetzt sehe ich einfach ein bisschen, ja, frischer aus. Es ist einfach das, der Grundgedanke des Ganzen heute, frischer auszusehen. Als nächstes verwende ich von Zoeva The Basic Moments diese Palette. Das ist eine Palette mit Blush, Bronzer und Highlighter. Da werde ich mir jetzt wirklich dezent ein bisschen Bronzer auftragen, wie man sich halt einfach wohlfühlen möchte. Aber ich möchte halt ein bisschen was im Gesicht auch im Homeoffice tragen, einfach um nicht so ganz dieses Gefühl von ich bin zu Hause zu haben, sondern... keine Ahnung, auch so ein bisschen, als würde ich rausgehen halt, ne? Auch ein bisschen Blush trage ich hier auf. Der ist wirklich sehr, sehr dezent, aber ich möchte jetzt auch natürlich keinen mega intensiven Blush haben. Aber ein bisschen frisch im Gesicht kann nicht schaden. Jetzt nehme ich mir einfach einen Blendepinsel und gehe wieder in den Bronzer rein und setze mir den einfach hier in die Lidfalte rein. Den Highlighter setze ich mir zuallererst als Highlighter hier auf, aber auch auf meine Augenlider, das bewegliche Lid in den Innenwinkel und unter die Augenbraue und wieder unter dem gleichen Aspekt Frische ins Gesicht bringen. Mit dem Puderpinsel verteile ich das noch, arbeite das ein und vermische das, damit es nicht zu punktuell und zu intensiv aussieht. Dann mache ich mir meine Augenbrauen. Dafür habe ich hier von Catrice den Slimmatic Ultra Precise. Und damit ich mir einfach keine Gedanken machen muss, was mit meinen Augenbrauen über den Tag passiert, tackere ich mir die fest mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit. Dann gibt es jetzt einen Eyeliner, um die Augen so ein bisschen zu betonen. Dann habe ich den von Feind, der ist einfach zuverlässig. Ziehe ich mir jetzt keinen Wing, da betone ich einfach nur meinen oberen Wimpernkranz. Und als letzten Schritt gibt es einfach eine Mascara. Da habe ich von Urban Decay hier die Perversion Mascara. Und das ist er nun. Der fertige Homeoffice-Look. Finde ich eigentlich ganz entspannt. Ich habe das jetzt in einer Viertelstunde gemacht und was ich jetzt vor allem auch sehr, sehr harmonisch und wichtig finde, sind wahrscheinlich die Augenbrauen, ne? Das ist irgendwie auch noch so eine Sache. Dann, dass ich unter den Augen so ein bisschen aufgehellt habe, trotzdem aber noch irgendwie insgesamt aussehe, als hätte ich gar nicht wirklich was drauf, außer ein bisschen Mascara und Eyeliner. Finde ich das ganz gut, das ist so ein bisschen natürlich und jetzt sollte ich mal so langsam aus meinem Bademantel rauskommen, ne? Ich habe ja schon erwähnt, dass es heute etwas kälter wird, deswegen habe ich heute so eine Strickkombi an. Das ist von Chiquelle. Hier oben habe ich so ein Strickoberteil, was ich ganz cool finde. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass es extrem cropped ist. Also das ist sehr, 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 sehr kurz. Da musst du wirklich irgendeinen hohen Rock oder eine hohe Hose zu anziehen. Ansonsten kannst du damit nicht ins Büro. Das hier ist ein Strickrock, den ich richtig cool finde. Und darunter trage ich einfach eine weinrote Strumpfhose und ja, aktuell noch Schlappen, weil ich bislang noch nirgendwo hin musste. Ja, das wäre tatsächlich jetzt mein Outfit of the Day. Und ich mag diese Puffärmelchen übrigens richtig, richtig gerne. Ich habe übrigens jetzt aktuell für die nächsten 5 Tage müsste das sein, also quasi wenn das Video online kommt, einen Gutscheincode von Chiquelle, den ich dir hier mal einblende und ja. Die Teile, die ich jetzt auch trage, verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Heute ist Mittwoch, der 29. April und heute war ich endlich wieder im Büro. Heute und morgen habe ich kein Homeoffice, sondern ganz normal Bürozeit. Und deswegen, ich habe jetzt meine Brille auch noch auf, weil ich quasi eben Auto gefahren bin und von der Arbeit wieder zu Hause bin. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich heute so anhabe quasi. Das ist ein Kleid von Orsay, das ist so ein Ballonkleid, was halt hier außen so ein bisschen auseinander geht. Und es hat hier Taschen, finde ich total praktisch, habe ich schon ein paar Jährchen. Das habe ich mit meiner Schwägerin halt zusammen mal gekauft. Das hat sie mir quasi empfohlen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde es ganz praktisch. Hier drunter habe ich einfach ein T-Shirt angezogen von H&M oder so müsste das sein, weil ich heute
ja, gedacht habe, es wird vielleicht ein bisschen wärmer werden. War aber relativ kalt leider im Büro. Schmucktechnisch habe ich irgendwie einfach meine Daniel Wellington Produkte an. Die Uhr habe ich mir angezogen. Das Armband habe ich an. Den Ring dazu. Dann auch meine ganz normalen Ringe, die ich immer trage. Die Ohrringe sind von Alex Sascha. Der kleine Ohrring auch. Genau, fand ich auch ganz hübsch. Mag ich gerne leiden. Die Brille ist von Fielmann. Ich weiß nicht, was das für ein Modell ist oder so. Finde ich ganz praktisch, gefällt mir auch ganz gut. Ja, hat halt hier so einen abstehenden Po, ne? Aber ich finde es ganz witzig. Ich muss bei diesem Kleid immer ein bisschen aufpassen, dass wenn ich mich bücke, weil das dann halt, wie man sieht, etwas hoch geht. Und das sollte ich dann einfach mal unterlassen. Ich habe aber tatsächlich auch eine Strumpfhose drunter. Das ist einfach irgendwie eine graue Strumpfhose. Und schuhtechnisch habe ich mir Adidas Schuhe heute angezogen. Ich habe vernünftige Schuhe an, auch wenn sie weiß sind und dreckig, aber hey, so ist das nun mal, ne? Ich könnte sie theoretisch jeden Tag waschen, weil ich bin damit ja auch draußen mit Sammy am Spielen und so. Ja, das ist jetzt hier meine Jacke von C&A, die ich dazu angezogen habe, weil ich ja natürlich jetzt auch das ein oder andere Mal draußen war, ne? Die ist halt auch so ein bisschen figurbetont und ich mag die einfach ganz gerne. Ich hatte die, glaube ich, auch damals im Haul gezeigt. Die müsste ich mit meinem Freund damals auch zusammengeholt haben. Ist einfach eine dunkelblaue, so eine abgesteppte Übergangsjacke, hier mit Reißverschlüssen, da kann man halt entsprechend die Hände so reinmachen mit meinem Arbeitsschlüssel. Genau, und hinten halt eine Kapuze. Ja, aber dieses Kleid gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingskleidern, weil ich mag einfach diesen Schnitt, dass es einfach so extrem schmal an der Taille aussieht, weil es halt einfach an der Hüfte so puff geht, ne? Aber hat einen schönen Schnitt, hat ein schönes Muster. Ich mag es gerne leiden. Heute ist Donnerstag, der 30.04. und ich bin gerade einfach mal auf der Couch eingeschlafen und ich hatte ganz vergessen, dass ich euch ja noch mein Outfit of the Day zeigen wollte. Ja, dann bin ich jetzt hier ins Zimmer gekommen, sehe vielleicht noch ein bisschen müde aus, weil wie gesagt, ich habe gerade auf der Couch gepennt. Und ja, es ist Donnerstag, die Arbeitswoche in dem Sinne ist rum, heute war ich in der Firma und ja, deswegen, das war... Ich war halt außer Haus, ne? Ich war nicht im Homeoffice. Ich habe heute Nacht auch nicht so viel geschlafen. Irgendwie konnte ich nicht einschlafen und dann hatte ich nachts ein bisschen Bauchweh. Und ja, ich glaube, ja, 4 Stunden waren es dann am Ende. Das war ganz schön wenig. Deswegen musste ich dann nachher noch auf der Couch eben nach der Arbeit schlafen. Ja, aber jetzt bin ich wach. Genau. Deswegen ist meine Frisur auch nicht mehr ganz so on fleek. Also ich habe hier so ein Vieh abstehen, so eine Strähne. Ich habe keine Ahnung. Die hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ansonsten habe ich heute mich einfach so ein bisschen pastellig anziehen wollen. Ein bisschen türkis auch. Oder mintgrün ist es ja, ne? Dieser Ohrring ist wieder von Alex Sascha, den kennen wir ja schon. Diese Ohrringe habe ich mir mal von Rossmann geholt. Die haben echt schönen Schmuck. Da solltet ihr auch mal vorbeischauen. Das Halstuch habe ich, ich glaube, mal von C&A gekauft. Den Pulli kennt ihr ja schon, den habe ich bei Amazon mal gekauft, den habe ich euch auch schon öfters mal im Schminkvideo mal gezeigt, dass ich den anhatte und auch öfters verlinkt. Also ich mag einfach, dass der so flatterig ist und gerade jetzt aktuell, ihr könnt euch vorstellen, was ich gerade habe, ne? Die Erdbeerwoche ist am Start, ist es ganz schön, wenn man einfach alles ein bisschen weiter hat, deswegen finde ich das sehr entspannt. Ich finde es auch sehr angenehm, dass die Ärmel so schön lang sind. Ich trage den gerne so, dass ich eine Schulter so ein bisschen frei habe, auch wenn ich hier so einen Schal umhabe, das sieht noch ein bisschen lockerer aus, ne? Mag ich ganz gerne. Und hier drunter habe ich einfach so ein graues Top. Tada! Ja, das ist von H&M. Und auch die Hose, die ich anhabe, das ist so eine graue Hose von H&M. Ja, so eine Skinny Jeans, ne? Hat relativ kleine Taschen, da habe ich jetzt heute wirklich aufgrund von Bauchweh auf den Gürtel verzichtet. Ich finde die ganz schön, die macht, wenn man ihn sieht, einen schönen Po, aber jetzt habe ich ja heute auch sowieso was drüber hängen gehabt, aber ja, gefällt mir ganz gut. Und auch hier wieder. Ich sollte es irgendwie ein bisschen eleganter machen, ne? Hier habe ich wieder meine Adidas Schuhe zu an, die wieder relativ dreckig sind. Ich kann ja auch mal das so zeigen, ne? So sehen die übrigens aus, wenn ich die ausgezogen habe. Ich habe da so eine schwarze Sohle von DM drin. Ja, die sehen echt ganz schön dunkel aus von innen. Sollte ich mal wieder in eine Waschmaschine packen. Genau, ja. Und das war dann mein Outfit of the Day. Dazu hatte ich dann auch wieder die blaue Jacke von gestern an, die ich euch gezeigt habe, wenn ich rausgegangen bin. Und ja, das war mein Donnerstags-Outfit.
sehr chillig. Aber hey, morgen ist der 1. Mai und da wird es wahrscheinlich noch chilliger, weil den 1. Mai werden wir zu Hause verbringen. Heute ist der 1. Mai und wir werden einfach zu Hause bleiben und nicht wirklich irgendwas machen. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr chillig angezogen. Also nicht wundern gleich. Ich habe gerade ein Schminki mit euch zusammen abgedreht, wo dieses Ergebnis bei rausgekommen ist. Das ist mit der Secret of a Mirror Palette von Luvia entstanden. Also ich denke, dass das Schminki danach online kommen wird. Ich weiß nicht. Ich werde gleich auch noch ein Video mit Sammy zusammen drehen. Da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt, was so in der Box drin ist. Ja, ansonsten habe ich mich, wie gesagt, heute niedlich gemacht. Ich habe mir von der My Little Box dieses Haarband reingemacht. Ja, üblicher Schmuck hier von Alexascha. Die Ohrringe, die trage ich eigentlich sehr gerne. Meine Ringe, die ich immer trage, von Fossil. Ich sage es nicht alles nochmal, ne? Nee, das habt ihr jetzt in diesem Video ja schon x-mal gehört. Genau, ja, ja. T-Shirt von Zalando Basics. Das ist einfach so ein graues mit weißen Punkten drauf. Leute, ich habe eine Jogginghose an. Ist das nicht klar, wenn man den ganzen Tag dann zu Hause ist? Das ist von Chiquelle einfach eine in lila. Und natürlich habe ich Puschen an. So gehört sich das nämlich, wenn man zu Hause ablachst. Ja, wie gesagt, heute noch ein Video mit Sammy drehen. Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Vielleicht gehen wir vorher noch eine Runde. Und ja, das ist mein Outfit of the Day von Freitag, dem 1. Mai. Heute ist Samstag, der 2. Mai und ja, ich wollte dir zeigen, was ich anhatte. Genau, ich habe eben ein Schminkvideo mit euch zusammen gedreht. Deswegen bin ich heute auch etwas intensiver geschminkt. Das ist immer ziemlich witzig. Am Wochenende bin ich immer intensiv geschminkt, aber chillig angezogen. Ich liebe Widersprüche, Leute. Genau, Schmuck, also auch diese Ohrringe in Türkis sind von Alexascha, genauso auch der in dem zweiten Ohrloch. Dann habe ich hier so ein Chili-Milli-Oberteil über dem anderen drüber, wenn ich jetzt so nicht in diesem Zimmer bin, sage ich mal, und die Tür zu ist, weil dann ist es hier warm. Also wenn ich hier im Zimmer bin und die Tür zu ist, brauche ich das Oberteil nicht. Genau, dann habe ich nur das an, was ich jetzt gleich drunter habe. Genau, ja, ansonsten halt ganz normal meine Ringe. Ansonsten habe ich keinen großen Schmuck heute getragen, abgesehen von den Ohrringen. Das ist so ein Hoodie-Oberteil, sage ich mal, so ein ganz bequemes. Ich glaube, das ist so ein China-Ding. Da ist auch der zweite Reißverschluss, der da drin ist, leider schon kaputt. Ich gucke mal, ob ich sowas Ähnliches nochmal bei Amazon finde, aber den habe ich schon seit Jahren, glaube ich. Also ich liebe den total. Hinten hat der halt so eine große Kapuze, was ich ganz schön finde. Und ja, wie gesagt, hier wäre eigentlich noch so ein zweiter Reißverschluss, aber der ist bei mir jetzt leider schon kaputt. Und ja, dann habe ich hier so ein Dreiviertel-Oberteil drunter und das habe ich von Esprit, das habe ich mit meiner Mom zusammengeholt. Ja, wie gesagt, dreiviertelärmlich finde ich ganz angenehm, ganz chillig. Ich mag den Ausschnitt hier oben sehr, sehr gerne, weil das hier nochmal so mit so einem Bündchen abgeteilt ist. Sammy läuft hier gerade durch die Gegend. Könnte sein, dass er gleich durchs Bild hascht. Ja, die Hose habe ich euch gestern schon gezeigt. Das ist ja meine von Chiquelle, die ich liebe, genauso auch meine Puschen. Die sind nicht von Chiquelle, jetzt läuft Sammy hier gerade rum. Darf ich meinen Fuß runternehmen aus? Nein? Da ist er. Man sieht seine Öhrchen. Süß, der kleine Mann. Ja, das war dann mein Outfit of the Day von Samstag. Ein typisches Samstagsoutfit. Wahnsinn. Und schon sind wir bei Sonntag. Ja, 3. Mai. Ich habe mich gerade ein bisschen paradiesvogelmäßig mit euch zusammen geschminkt. Mit der Aloha Honolulu Palette von Essence. Genau, Look dazu wird noch folgen. Und ja, so schaue ich heute aus. Ich habe wieder meine Ohrringe von Alexascha an. Ja, wieder meinen Obenbommel. Keine Ahnung, war mir heute einfach nach. Dann habe ich hier ein von 77 Online Shop. Ist das ein Oberteil? Das mag ich unheimlich gerne. Das hat hier so, ja, du kannst theoretisch hier einfach auch mit den Fingern so reingehen. Genau. Ja, so schaut das auch von der Seite aus. Ich mag das richtig gerne. Das Einzige, was bei mir halt so ist, ich muss safe was drunter tragen. Denn hier sieht man auch schon, hier habe ich halt was drunter hier oben. Hier ist Haut und hier habe ich dann meine Hose. Und genau, da muss ich was drunter tragen. Ansonsten gefällt mir das unheimlich gerne. Trage ich im Sommer auch richtig, richtig viel. Eigentlich wollte ich heute einen Rock anziehen, aber es ist viel zu kalt für einen Rock. Drunter trage ich diese wunderschöne Dragons Leggings von Find. Das ist diese hier. Das verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Die ist super bequem und was bei dem halt auch der Fall ist, sie macht nicht wirklich Sliplinien, macht aber ja, sie macht einen schönen Hintern, sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Das gefällt mir ganz gut. Sie sitzt ganz gut, die kann man auch solo tragen und muss da jetzt nicht irgendwie was drüber ziehen, weil die einfach auch so blickdicht ist. Die ist hier nochmal abgesetzt, also der Bund hier ist sehr, sehr dick, was ich ganz angenehm finde. Ist auch ganz angenehm für die Hüftwärme einfach mal. Ja, dann habe ich hier oben
etwas von Chiquel drunter. Ich mache einfach mal so, ja moin. Genau, das ist so ein Crop Top, also richtig top, ne? Das ist so in einer Ripped-Optik, was ich auch ganz schön finde. Und das ist optimal eben für solche Oberteile, wie das, was ich jetzt anhabe. Und ja, wie gesagt, alles, was ich finden kann, verlinke ich dir in der Infobox. Bei diesem Oberteil bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich das echt schon 4 Jahre, 5 Jahre ungefähr habe. Und ich lieb's irre. Das ist echt Wahnsinn, aber ja. Ich mag mein Outfit. Es gefällt mir heute richtig gut. Das ist so ein richtiges Sonntagsoutfit. Einerseits schick, andererseits halt auch echt chillig. Und ja, das wollte ich heute tatsächlich auch damit erreichen. Überdenke ich auch so meine Outfits von dieser Woche, muss ich wirklich sagen, ich habe nicht ein einziges Mal eine Kette getragen. Das ist auch ziemlich auffällig, oder? Ich trage wirklich sehr selten Ketten, habe aber unheimlich viele. Verrückt, weil ich immer wegen meinen Babyhärchen hinten Probleme habe, ne? Dass mir das da hinten, dass sich das verfängt. Und ja, zudem mag ich das nicht so, wenn ich hier so Krüppelkram habe. Ich muss das irgendwie frei haben, einfach um mich frei zu fühlen, frei atmen zu können. Und mein Kleidungsstil ist sehr chillig, schick, ich weiß es nicht. Und wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest, haben möchtest, kann ich dir das auch gerne abdrehen. Zeig mir das gerne durch einen Daumen nach oben unter diesem Video. Ja, ich fände das auch ganz cool, weil ich das einfach so für mich auch ein bisschen mit zum Anlass genommen habe, um mich dann auch mal den einen oder anderen Tag eben nicht gehen zu lassen, sondern auch mal schick anzuziehen, um ehrlich zu sein. tatsächlich ist das echt so. Und ja, das war halt jetzt mein Lookbook von dieser Woche. Und ich fand's ganz aufregend eigentlich, weil doch einiges passiert ist, einige unterschiedliche Styles mit dabei waren. Und wenn dir das Video gefallen hat, das hatten wir schon, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Tja, welche nehmen wir denn da? Mit den ganzen Style & Talk Videos. Okay, die nehmen wir mal. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!